Wir gucken uns nicht das ganze Video an, wir gucken uns nur die wichtigen Stellen an. Und das Mädel zensieren wir halt raus. Ich weiß nicht, ob von euch jemand einen gewissen, ob von euch die Leute einen gewissen Felix Krull kennen. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch diesen Kollegen hier? Okay, also passt auf. Dieser Typ hier ist wirklich ein kranker Motherfucker. Und der hat schon so einige Videos gemacht, wo ich sag, das muss gar nicht sein. Macht echt viel Kacke und gibt überhaupt gar keinen Fick. Aber jetzt habe ich eine Sache gesehen, habe ich mit einem Homie mir anguckt und da möchte ich bitten, jeden von euch zuzuhören, weil es wirklich ein sehr wichtiges Thema und das Thema Drogen ist für mich auch immer ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin nie der Typ, der gesagt hat, er muss unbedingt alles ausprobieren, aber Drogen fand ich schon immer unglaublich interessant und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie sowas wirken muss, okay? Deswegen bitte ich euch jetzt, dieses Video war für mich eine der besten Aufklärungsarbeiten für solche Drogen wie Crystal Meth, weil der ist hergegangen und hat einfach gesagt, was einfach geisteskrank ist und was niemand von euch jemals machen sollte, er hat einfach gesagt, er probiert Crystal Meth aus. Also für ein Video, okay? So, Crystal Meth, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Droge kennt, oder ob schon mal jemand was davon gehört hat. Bestimmt einige, wie bei Breaking Bad. Eine unglaublich potente chemische Droge, die mit, was weiß ich, was alles zusammen, allem zusammengemischt wird. Jedenfalls unglaublich potent, unglaublich stark. Und ihr müsst euch zum Beispiel vorstellen, es gab so eine Skala, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Zahlenaufteilung da war, aber da hat man zum Beispiel gemessen, normaler Sex, also wenn du Sex hast, dann ist es dann deine Glücksgefühle liegen so bei einer 2. Dann zum Beispiel Sex auf MDMA oder sowas waren die bei einer 4 und dann Sex auf Crystal Meth war das bei einer 8. Also die, wie du Dinge empfindest und fühlst, müssen so unglaublich intensiv sein, also so, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst, wie krass das eigentlich ist. Ich würde jetzt ganz gerne mit euch ganz kurz das Video angucken, nicht das ganze Video und wir müssen auch ganz kurz gucken, da kommt nämlich ein sehr leicht bekleidetes Mädel rein. Die sollten wir dann bei Minute 3, sollte ich mal kurz wegskippen. Ja, meine lieben Schieberfüchse, es ist fucking at the gang, ihr kennt die Vibes und ich darf... Es ist übrigens nicht die ganze Geschichte, es kommt noch was dazu, das erzähle ich euch aber gleich. Nachdem wir hier durch sind, okay? Also da ist noch was richtig Krasses danach passiert. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Review, Docs Review. Es ist heute die Folge 12 und ja, es war eine Anteilnahme wegen diesem 1-CP-LSD, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Ich küsse all eure Augen, ich küsse all eure Fuchsschwänze und ich habe mir gedacht, wow, ich werde dann auch mal umswitchen jetzt wieder in andere Themen, aber ich habe mir gedacht, eine Droge muss jetzt eigentlich fast noch sein. Und das ist halt wirklich eine sagenumwobene Droge. Jeder kennt die legendäre Serie Breaking Bad. Und ich habe zwar kein blaues Crystal bekommen, aber es geht heute tatsächlich um Crystal Meth. Und mit Crystal Meth ist die Thematik, dass es wirklich ein... ja, als wirklich sehr, sehr harte Droge eingestuft ist. Und bei Crystal Meth gibt es so ein bisschen Background auch. Also es ist halt einfach so gewesen, dass damals auch die Soldaten im Dritten Reich beispielsweise mit Pervitin bedient wurden. Das wurde eigentlich entwickelt gegen Traurigkeit von alleinstehenden oder einsamen Hausfrauen. Das ist krass. Und, Pervitin einfach. Damals, wurde, also es wirklich, stimmt wirklich, was du sagst, wurde damals im Krieg verwendet für die Soldaten. Die haben einfach Pervitin genommen, es ist Crystal Meth gewesen, damit die im Krieg halt eine bessere Zeit haben. Es ist die gute alte Panzerschokolade. Es ist schwer zu erklären, es ist kein Koks, es hat nicht die Wirkung von Speed. Das ist irgendwo in der Mitte von allem drin, aber einfach nur noch Hardcore. Und ja... ich brauche, glaube ich, nicht dazu sagen, dass es niemand von euch ausprobieren soll. Aber ich teste das einfach nochmal für euch. Ich habe schon eine kleine, langjährig vergangene Erfahrung damit. Oh, ihr merkt, dass ich extrem unter Strom stehe, weil ich denke, ich habe Angst einfach, was passiert. Und das ist eigentlich viel zu derb alles. Aber natürlich werden wir es jetzt auch verbergen und so. Aber ich mache es jetzt hier einfach mal... also, es ist halt schon sehr, sehr krass. Ich glaube, so eine Review hat es noch nie gegeben und ja. Es ist auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es mir jemand angeboten hat. Ich wollte ja eigentlich die Tattoo-Maschine machen.
Aber da kam das dazwischen und ich dachte mir, wow, also krasser geht's eh nicht mehr. Ja, ich richte das mal so her. Es hat einen sehr, sehr hohen Marktpreis, also schwankt zwischen 130 und 200 Euro. Ja, es arbeitet mich irgendwo auf, dass ich das jetzt echt mache. Wir haben heute einen Special Guest bei Dogs Review. Ich würde euch das Mädel gerne zeigen, ist echt eine hübsche, aber es geht nicht. Big Bad Booty Babe. Ja, logisch. Hallo. Und die wird euch jetzt auf alle Fälle mal das Ganze ein bisschen... Die ist halt komplett in Unterwäsche, ne? ...näher an die Kamera halten. Dass man glänzt näher, viel näher. Du kannst es wirklich so in die Kamera halten. Man, Frankie, wie du jetzt abgehst wie in Grönland, das ist Wahnsinn. Man sieht es. Scheiße. Bedanke ich mich. Lass es dir schmecken, mein Lieber. Wow. Auch dieser Auftritt nochmal. Wow. Wir werden da auf alle Fälle auch... Wenn ihr sie sehen wollt, guckt euch einfach das Video an. Nochmal in der Horizontalen gemeinsam zu sehen sein. Es wird ja viel gefordert, dass wir endlich den Porn droppen und... Es schiebt aber ganz anders. Okay. Also es schiebt aber ganz anders. Wir haben übrigens auch einen Porn gedreht, Digga. Also dieser Felix Krull hat auf jeden Fall schon sehr viele Dinge getan. Auch sein Bruder. Ich sage immer eine Aktion von seinem Bruder. Denn sein Bruder macht auch Videos. Dem sein Bruder ist hergegangen, hat eine Bon genommen, ist auf eine öffentliche Toilette gegangen, hat die Klobürste, also diesen Behälter von der Klobürste genommen, das Wasser aus diesem Behälter von der Klobürste genommen, in die Bon reingeschüttet, einen Hit von der Bon genommen und das Wasser hinterher getrunken. Ich konnte es nicht glauben. Wirklich, also die machen Dinge, wo du dir denkst, was? Kann nicht sein. Also wirklich, ganz, 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 ganz übles Ding. Sind jetzt hier 3 so Kristalle, das hat 130 Euro gekostet. Die Kristalle sehen aus. Fuck, Alter, ich komme nicht drauf. Ich hab's eigentlich schon gut beschrieben. Ja, Grönland. Aber es gibt halt tatsächlich wirklich so. Es wäre wie Kandiszucker in Weiß, ja, genau. Aber es gibt auch irgendwas in die Richtung. Also, es ist echt giftig. Ich mach's mal hier klein. Vielleicht musst du uns nochmal kurz assistieren. Und wie viel legt man sich? Also, jetzt. Ja, man muss halt ultra, also manche rauchen das ja auch und man muss halt das eigentlich ultra mild dosieren, so weil es 1000-mal stärker wirkt als alles andere. Ich muss kurz wieder zensieren, die kommt wieder rein. Ich muss kurz bitten, dass du den Füchsen nochmal das dann zurückzeigst. Eine Frage habe ich, diese Bilder, die man immer sieht, also dass die Leute so fertig aussehen halt. Ja. Es ist halt wirklich so, wenn man einmal zieht, dass dann die Leute so fertig aussehen. Weißt du, nee, mal? Natürlich nicht. Also der Hintergrund ist, dass es verschieden hergestellt werden kann. Und es ist beispielsweise so, dass in dritte Weltländern oder eben Ländern, die nicht so viel Möglichkeit haben, sagen wir mal so, dass das oftmals mit Batteriesäure gekocht wird. Da gibt es unzählige Videos und dadurch wird es halt immer und immer das ist ganz übel und ungesunder. Ganz übel. Und es frisst sich dann halt an, es geht dann fast in eine Crocodile-Richtung, aber das ist jetzt schon gute Qualität. Ey, Krokodil, kennt jemand von euch Krokodil? Ja, es kommt halt. Alter, das ist auch so übel, Digga. Krokodil ist, Alter, dass es sowas überhaupt gibt auf dieser Welt. Halt auch drauf an, wenn du das halt die ganze Zeit ballerst, dann wird... Wie alles halt, klar. Das ist, ja, wird man wahrscheinlich halt auch irgendwann ausschauen, auch wie ein Zombie, aber es ist halt jetzt einfach ein Experiment und... Okay. Genau, dann zeige ich jetzt nochmal den Gaspilz. Und zwar, genau, seht ihr das, liebe Schieberfüchse, wie das glänzt. Also, und die schiebt aber ganz anders. Schöner Kristall. Also ich persönlich hätte das niemals so asozial angehalten. Mietzent. Ich bedanke mich trotzdem. Aha, Digga. Trotzdem danke. Bedanke mich. Okay, sie ist raus. Ja, also ich bin ganz schade. Ehrlich, ich mache mir eine ganz, ganz... Hätte sie euch gerne gezeigt. ...kleine Bahn, weil... Es schiebt aber ganz anders. Ich kann auch hier an der Stelle echt nur nochmal sagen, macht es nicht, keiner von euch. Das ist dann... Darfst du das Video gucken, obwohl der Konsum auf Twitch illegal ist? Ich zeige nicht, wie das konsumiert. Wirklich einfach eine fucking harte Droge. Ich kann vielleicht aus der ersten Erfahrung, die ich damit hatte, sagen, dass man... Tut mir leid, aber ich finde es in keinster Weise gut, sowas hier zu sehen. Doch,
Rob, ich sag dir ganz ehrlich, es ist gut, dass wir uns das angucken, weil das ist kein Video, das dazu dient, irgendwie für Unterhaltung zu sorgen. Es ist ein Video, das dazu dient, den Leuten zu zeigen, wie abschreckend es ist. Weil was hier passiert ist, es ist ein Video, wo jemand Crystal Meth nimmt. Und ich bin hier noch nicht am Ende. Ich habe dazu noch am Ende was zu sagen. Da ist nämlich noch, nach dem Video passiert noch was ganz, ganz, ganz Aggressives. Und da möchte ich, das ist Aufklärungsarbeit. Diese Themen unter den Tisch zu kehren, ist frech. Dass Leute gibt, die Crystal Meth nehmen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Das ist, was das Problem ist. Und nicht das Thema anzusprechen und darüber zu reden, wie abgefuckt es eigentlich ist. Deswegen, Aufklärungsarbeit muss geleistet werden, mein Freund. Man einen unglaublich erhöhten Sexdrive bekommt, also es macht einen sehr pervers, es macht einen sehr lange wach, und es macht einen euphorisch. Emotional auch, glaube ich, oder? Also, du kannst ja auch hinter der Kamera mal kurz erzählen, was dir widerfahren ist. Ja, genau, also es gab, das ist schon länger her, da hattest du mal irgendwas mitgebracht, also auch Crystal Meth, oder? Ja, klar. Es war von unserem ehemaligen Friseur, der aus Tschechien war, der halt wirklich direkt und eine Küche hatte, und da ist es jetzt eben. Genau, da habe ich mir halt auch eine gescheppert, und also das Feeling kann ich gar nicht mehr beschreiben. Es war halt wirklich so, ich habe auch geweint und wir haben Musik gehört, glaube ich, Frank Sinatra war das. Ja, ich war im Bad, wir wollten weggehen, wir waren kurz vor. Versteht mich nicht falsch, ich finde es in keiner Art und Weise gut, dass er das hier macht. Ich finde es komplett daneben. Ich finde es wirklich komplett daneben. Aber wenn er schon das Ding genommen hat, dann ist es dann sollte man das wenigstens nehmen, um damit eine Aufklärung zu leisten. Weil das, was dem Jungen passiert ist, ist wirklich einfach nur komplett krank. Und dass sein Mate im Hintergrund sagt, er hat es schon mal genommen, und dass er trotzdem ihm sozusagen das nehmen nimmt, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und mich hat es so übermannt, also diese, ich habe das so gefühlt halt einfach. Also es war unfassbar krass. Also so hörst du die Musik nicht so, also du nimmst die Sachen einfach gar nicht so wahr. Es ist halt diese unfassbare Endorphin-Ausschüttung. Genau. Ich zeig das jetzt selbst nochmal kurz, diese vordere hier. Okay, warte mal, ich glaube, hier nimmt das jetzt, ich zeige nochmal ganz kurz nach dem Dings. Fuck, das wird das jetzt echt. Das dauert auch ein bisschen, glaube ich, oder? Hat das gerade also, genommen, ja. Hier ist danach. Ja. Jetzt schalte ich doch etwas spät dazu, es war einfach alles in allem wirklich krass, also ich war hin und her gerissen, ob ich die Review wirklich machen soll, weil Crystal Meth eben durchaus für viele so ein Suchtpotenzial darstellt, dass es jetzt ähnlich ist wie Heroin in meinen Augen. Aber ihr habt euch das wirklich dringendst gewünscht, und ich werde einfach mal den Abend fortführen, was dann passiert ist. Also die Droge setzt nach circa 15 bis 20 Minuten ein, und man wird richtig immens von einem Euphorie-Schub übermannt, also eine Art göttliches Gefühl. Ja, dass die Community hier auch drauf gedrängt hat, dass er das macht, auch wirklich komplett daneben. Also, versteht mich nicht falsch, ich gucke mir das Video hier gerade nicht an, um euch zu zeigen, haha, guck mal, Crystal, bestimmt voll die interessante Droge, bla bla, oder haha, voll witzig, was passiert ist. Das Video dient für mich rein dazu, um euch zu zeigen, was für eine abgefuckte Scheiße das ist, und dass die Community ihn drauf gedrängt hat, dass er das nehmen soll. Absolute Weirdchamp-Community, Digga. Es ist nicht eine Weirdchamp-Community, das ist einfach Dreck, Digga. Es fährt durch den ganzen Körper, man ist, ja, also alle Sorgen, vielleicht auch körperliche Schmerzen, aber auch seelische Schmerzen, also alles ist komplett weg. Man fühlt sich bärenstark, und ja, es ist echt, es ist ein riesen krasses, eine riesen krasse Lawine danach auch losgetreten, weil ich war ganz, ganz lang auch noch mit einer Frau in einer Art On-Off-Beziehung. Und also ihr hört schon raus, der Trip, den der hatte, war nicht so, man zieht eine Nase davon und ist dann, keine Ahnung, für 3-4 Stunden drauf und das war's. Der war 2 oder 3 Tage war der drauf. Ich habe schon gemerkt, irgendwie passen unsere Welten halt einfach nicht zusammen, und es war, wie ihr in der Anmoderation und auch im Teil, als ich das konsumiere, gesehen habt, war Bad Booty Babe da, die Dame, mit der ich eben jetzt auch den Porno promote, und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich war circa 2 Tage lang durchgehend wach, am nächsten Tag nach diesem Video.
Er macht Videos, wo er Drogen nimmt, ist doch logisch, dass seine Community das fordert. Digga, Tizi, ich sag dir ganz ehrlich, es ist für mich nochmal ein Unterschied, ob jemand mal, wie er in dem Video mal LSD ausprobiert oder mal Pilze nimmt, um dann seine Community mitzuteilen, wie es war, oder ob die Community ihn dazu nötigt, in Anführungszeichen Crystal Meth zu nehmen. Das sind komplett unterschiedliche Paar Schuhe, Digga. Nach diesem Konsumieren von dem Crystal Meth war auch noch King Asoziales Videodreh und ich habe so eine inbrünstige Kraft in mir gespürt, auch eine völlige Furchtlosigkeit. Also wenige wissen auch, dass Crystal Meth eine sehr, sehr lange Vergangenheit hat. Ich habe es in der Anmoderation auch schon gesagt, also das ist eine Droge, die eigentlich entwickelt wurde als Art Antidepressiva für Hausfrauen, die eben ja, durch ihren Hausfrauenjob und auch für, wegen den Männern im Krieg vielleicht einsam sind, dieses Mittel nehmen, um einfach nicht mehr so niedergeschlagen, so traurig und depressiv zu sein. Dann wurde es eingesetzt im Zweiten Weltkrieg auch bei den Nazis. Das nannte sich Pervitin damals. Das ist nichts anderes als Crystal Meth. Man geht auch davon aus, dass es nach wie vor auch von Militärs eingesetzt wird. Es ist auch so, dass zum Beispiel wenige wissen, dass Nordkorea, also Kim Jong-un, sogar mal Staat. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht ganz zum Ende angucken. Ich glaube einfach nur, um zu wissen, was er gemacht hat. Er ist hergegangen. Er hat Crystal Meth zum ersten Mal genommen. Er war 2 oder 3 Tage drauf, ich weiß nicht mehr genau. War währenddessen mit einer Frau, hat, glaube ich, auch mit der gedreht, so wie ich es verstanden habe. Und ja, der Punkt ist der, da kommt eine Furchtlosigkeit, von der er spricht. Und aufgrund von der Tatsache ist es nicht so, dass du eine Nase nimmst und danach bist du, zack, ja, okay, das war's jetzt und dann ist das Ding zu Ende. Der hat nämlich noch, das sagt er auch noch, der hat die ganze Menge, die auf dem Tisch war, wo er gezeigt hat, die ganze Menge hat er weggesnifft. Also es war, hat er alles genommen. Dann war der also über diesen längeren Zeitraum drauf, okay? Und jetzt ist das Problem bei so einer Droge. Die ist unglaublich potent und macht unglaublich süchtig, okay? Und da dachte ich mir immer davor, ja, es ist doch eigentlich nicht möglich, dass du nach einem einmaligen Konsum drauf hängen bleibst. Das geht doch eigentlich gar nicht, wenn du normalen Menschenverstand hast. Und das ist dem passiert. Ihr müsst euch überlegen, das ist das Video, ich gehe ganz kurz auf seinen Channel. Das war vor einem Monat. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Lage bei dem jetzt gerade ist. Aber jedenfalls, ein Homie hat mir dann, nachdem wir das Video angeguckt haben, hat er mir dann Stories von ihm geschickt. Und zwar hat er gepostet, es ist Tag 5, kalter Entzug. Heute habe ich nur noch geheult, den ganzen Tag und nur gezittert am ganzen Körper. Meine Gedanken werden klarer und je klarer sie werden, desto mehr stelle ich fest, wie mein Suchtwesen wieder wie ein Blitz die Kontrolle übernommen hat. Ausgelöst durch Ungeduld, Enttäuschung. Aber so intensiv wie noch nie. Und dadurch habe ich wieder die Menschen, die mich am besten kennen und lieben, weggestoßen. So weit wie nur möglich. Ich renne dann nämlich immer davon weg, weil ich mir denke, wie kann man mich nur so krass gut kennen und doch die Problematik meiner Hypersensibilität nicht verstehen. Aber was unmöglich ist, wenn man das nicht so intensiv hat. So, das war sein Beitrag zum 5. Tag, 6. Tag. Ich merke, dass der klassische Männerfilm à la Ach, geht doch schon wieder... nichts passiert, weiter geht's, bei der Psyche nichts bringt. Nachdem ich gestern recht aktiv war, bin ich heute wieder wie lahmgelegt. Es ist zwar nicht mehr zu vergleichen mit den Tagen zuvor, aber ich merke, dass ich heute eben wieder fast nur da liegen kann, kräftemäßig. Ich muss akzeptieren, dass ich Ruhe brauche, weil meine jahrelange Nonstop-Unruhe erst den Crash verursacht hat. Das zu akzeptieren, ist Stand heute die nächste Challenge, um wieder ganz der alte / neue zu werden. Aber ich versuch's. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, das nervt. Ich sag euch mal kurz eine Sache. Was mich so unglaublich geschickt hat an dem Video und was ich wichtig fand, oder warum ich's für wichtig empfunden habe, auf das Video im Stream zu reagieren und das Thema anzusprechen, war so, ich war schon immer ein Typ, ich habe mich für Drogen interessiert und ich habe nie geglaubt, dass man bei einmaligem Konsum drauf hängen bleiben kann. In dem Fall ist es halt so, dass bei Crystal Meth ist es nicht ein einmaliger Konsum, aber dieser erstmalige Konsum führt dich dazu, dass du automatisch immer mehr nimmst. Und dann bleibst du drauf kleben. Und das, weil du es einmal genommen hast. Und das ist für mich eine Sache, wo ich mir, also wirklich, als ich die Nachricht mitbekommen habe, ich glaube, ein paar von euch haben es auch gesehen, als ich live war, weil die Nachricht habe ich im Stream bekommen, es hat mich wirklich komplett geschickt, als ich das mitbekommen habe, dass der Typ drauf kleben geblieben ist. Und da muss ich wirklich sagen, für mich persönlich war das ein Video, wo ich mir dachte, okay, das hat mich extrem abgeschreckt von
Crystal Meth, also nicht, dass ich es überhaupt genommen hätte, aber es hat mich noch mehr abgeschreckt, als es mich davor schon abgeschreckt hat. Und deswegen fand ich ein gutes Thema, das im Livestream anzusprechen, weil viele Leute sind sich gar nicht bewusst darüber, was eine Droge mit einem anstellt und wie gefährlich das sein kann. Wie gefährlich das sein kann, sowas einmal zu nehmen. Man denkt, ach dumm, ach komm, lass mal einmal ausprobieren, wird da nichts passieren. Doch, es ist möglich, dass nach einem Mal, es ist nicht 100%, aber es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Mal richtige Scheiße passiert. Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, Leute, haltet die Augen offen, informiert euch über diese Themen und macht keine blinde Scheiße. Weil glaubt mir, einmal dieses Ding genommen und selbst wenn der Junge wieder klarkommt und selbst wenn der Junge wieder einen klaren Kopf bekommt und sagt, ey, ich habe in dem Thema abgeschlossen, in seinem Kopf wird für sein Leben lang abgespeichert sein, wie krass es war auf Crystal Meth und die Rückfälligkeit ist nie ausgeschlossen. Und das ist eine richtige Scheiße, Digga. Ich habe zwar keine Erfahrung mit harten Drogen, aber ich weiß, wie es ist, Raucher zu sein. Nikotin zu konsumieren ist zwar nicht vergleichbar mit einem Trip oder sowas, aber man kann die Abhängigkeiten vergleichen. Es ist eine wesentlich schwächere Abhängigkeit, aber es ist auch eine Abhängigkeit. Wenn ich Zigaretten geraucht habe und ich merke es bei mir immer wieder, dieses Gefühl, dass ich eine Zigarette rauchen will, gerade jetzt, wenn es wärmer wird im Sommer, dieses Gefühl kommt immer wieder und ich werde das Gefühl nicht los. Vielleicht habe ich es da schwieriger als andere, aber diese Sucht, die kommt immer wieder und ich rieche eine Zigarette und es ist ein angenehmer Geruch für mich. Ich denke mir, jetzt eine rauchen wäre geil. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Sucht schon so ist, dass ich schon Bock drauf hätte, wie krass muss diese Sucht dann reinkicken, wenn du mal Crystal Meth abhängig warst? Das will ich nicht wissen, aber es muss so scheiße sein, Digga. Deswegen bitte ich euch, gerade sowas, guckt euch so ein Video an und sagt euch einfach nur, was für eine Scheiße, sowas werde ich niemals ausprobieren. Weil das ist es nicht wert, das auszuprobieren. Das war mir noch wichtig, das wollte ich mit euch teilen. Felix Krull, ich wünsche dir alles Gute, ich hoffe, du kommst wieder auf die Beine. Tu dir aber bitte selber einen Gefallen in Zukunft und mach nicht so eine Scheiße, Digga. Sowas muss echt nicht sein.